Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Marco, hi. Ui, das war ein großes Ding, was du mir da mitgebracht hast. Ja, ich durfte einen Riesenroboter, also zumindest die Büste davon, zu Hause bauen. Sehr schick. Und ich bin sehr begeistert. Okay. Wirklich. Müssen wir uns genauer anschauen. Welche Marke? Von Super 18K ist das. Also davon haben wir schon diesen Riesenroboter gehabt, den du und der Thomas von Heldersteine. Das war ein Gemeinschaftsprojekt. Ich habe die Beine und den unteren Torso aufgebaut, Thomas den oberen Teil, dann haben wir den hier zusammengefügt und es hat gepasst. Ein riesiges Teil, ja. Der stand damals auch auf einer großen Baseplate. Genau. Das Set jetzt auch, aber... Das habe ich mir geholt aus dem Lager, weil ich das halt hier präsentierbar machen wollte. Also es steht so auch sehr stabil. Mhm. Ich wollte halt, wir müssen drehen und hin und her und ich finde das ganz schön, wenn man das so auch in die Vitrine mal stellen kann. Das ist jetzt eine Baseplate von Wangi, 50x50. Falls ihr die auch, also falls ihr das auch so machen wollt, könnt ihr die bei uns bestellen. Aber wie gesagt, es muss nicht sein, wir können es auch so hinstellen. Ja, also dem Set liegt keine Baseplate genau. Bei. Ja. 48x48 Noppen reicht, punktgenau. Das hier ist eine 50x50er. Und wir haben wieder jede Menge Baseplates von Wangi bekommen. Schaut mal bei uns im Shop vorbei. Da sind auch Straßenplatten dabei, auch so eine Parkplatzplatte, finde ich cool. Einiges gekommen, ja. Jawohl. Aber zurück zu dem Set. Okay, das ist ein riesiger Roboter, beziehungsweise der Kopf eines Roboters. Ja. Und was kann der denn alles so? Also, hat sich super bauen lassen. Mhm. Also, ich bin von der Teilequalität überrascht. Also, wirklich fantastisch. Der Thomas hatte das ja schon bei dem Riesenroboter gesagt, dass die Teilequalität sehr, sehr, sehr gut ist. Und das kann ich hier bei dem Modell auch bestätigen. Also man hat keine Probleme mit Klemmkraft. Die Pins lassen sich schön einfügen. Es funktioniert alles super. Was er kann, er hat hier hinten, ich drehe ihn mal kurz, er hat hier hinten zwei Rädchen praktisch. Damit kann man den Kopf neigen. Das ist dafür da, am Anfang baut man das gerade und man wird dann praktisch in der Anleitung aufgefordert, ihn schräg zu machen, dass er ein bisschen diesen Winkel dann bekommt. Dann dreht man an diesen zwei Rädchen. Ist ja nicht ganz, ja. Genau, und dann dreht man an diesen zwei Rädchen und dann neigt er sich. Das heißt, du könntest ihn jetzt aber auch wieder aufrichten. Man könnte ihn wieder aufrichten, ja. Also man könnte ihn auch noch weiter nach unten machen und man könnte ihn aber auch, dass er gerade guckt. Mach doch mal, ich will mal sehen, wie sich der Kopf, wie kommst du da dran? Man macht das halt, wenn das Objekt noch... Da hinten, man muss an diesen Teilen drehen. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht so richtig drankomme. Aber man sieht es jetzt hier. Ja. Er bewegt sich nach oben. Aber ich fand es persönlich auch cooler... Man sieht sie, jetzt fällt mir das hier ab. Man sieht, also das kollidiert jetzt hier mit seinem, ich lasse es mal ab. Mhm. Dadurch, dass das jetzt hochgegangen ist, kollidiert es hier mit dem Kran praktisch. Also mir gefällt es persönlich besser, dass er so ein bisschen schräg ist, weil das macht dann so ein bisschen, weiß ich nicht, so einen böseren Eindruck. Also finde ich ganz cool. Und er schaut so, als würde er so von oben auf alles herabschauen, genau. Weil er ja so riesengroß ist. Ja. Mhm. Die zweite Funktion ist, fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Hier hinten ist so eine Klappe, die macht man auf. Und dann hat man hier die Batteriebox, die man auch so rausziehen kann. Das haben sie auch echt toll gemacht. Hier unten mit diesen Auf einer Schiene. Ja, genau, auf einer Schiene. Und dann kann man das hier so richtig schön reinschieben, rausschieben. Und hier oben ist das Knöpfchen. Zack. Und dann gehen die Augen an. Die so, Augen leuchten, dann machen wir das wieder zu, drehen ihn und dann sieht man das auch. Aha, ja, nicht schlecht. Also das haben die wirklich schön gebaut. Innen drin ist dann praktisch wie so ein Kasten, in dem dann das Kabel liegt. Und hier hinten am Hinterkopf haben sie einen kleinen Spalt gelassen, wo sie dann rauskommen, hier zwischendurch gehen. Funktioniert super. Mhm. Okay, ja, cool. Also dafür, dass es eine Büste ist, die einfach schön aussehen soll, kann man die Kopfneigung ändern und Kopf, die Augen leuchten auch noch, wenn man das will. Und ich finde den halt auch super für in die Vitrine zu stellen. Also hier mit diesem Gestell. Und diese LEDs, das interessiert mich jetzt noch.
enden, also in was enden die? Enden die in irgendeinem Brick, den man fest verbaut? Oder sind das einfach LEDs, die man irgendwo dazwischen klemmt? Nein, die muss man, die haben vorne so eine Noppe und dann werden die in so einen Brick reingesteckt. Ah, in so einen... Ich kann ja mal gucken, ob ich es in der Anleitung... Die Anleitung wollte ich sowieso mal zeigen. Also das hier ist die Anleitung. Ein Buch. Ein Buch. Sehr gut gemacht. Alles sehr einfach erklärt. Wie immer halt die Teile ausgegraut. Ja, wie immer. Die verbaut wurden. Machen nicht alle Marken so. Ja. Wir können es mit unserer Software, soweit ich weiß, nicht. Wir heben halt die Teile, die verbaut werden, jeweils hervor. Lego macht das mit den ausgegrauten Teilen auch nicht. Kobi beispielsweise. Ja. Da ist es so. Ich guck gerade mal, wo ich die... Da sind sie. So sehen die aus. Die kommen hier vorne. Ah ja, gut, okay, das kenne ich. Kenne ich auch aus Dänemark so. Ja, wird dann in solche Headlights oder so wird es dann reingesetzt. Ja. So funktioniert das. Okay. Wo wir schon mal bei der Anleitung sind. Es gab ein kleines Problem, was mich persönlich nicht gestört hat. Und zwar gibt es ja hier diese Schläuche und auch hier diesen Schlauch. Die hier sind geschnitten, also die sind so, wie sie sind, perfekt. Nur der hier ist in einem Stück. Das Problem an der Sache ist, er ist etwas zu kurz. Was ich gemacht habe, für den Roboter gibt es 4 Schläuche. Die 2 hier und auf der anderen Seite die 2. Die habe ich so geschnitten, wie sie in der Anleitung dargestellt werden. Also hier hat man so ein praktisch Diagramm. So lang soll's da kann man sich den Schlauch drauflegen und dann zurechtschneiden. Das heißt, in dieser Länge würde ich, also das, so habe ich das gemacht, 4-mal schneiden. Und dann bleibt ein Stück übrig, das habe ich aneinander gelegt und habe es in der Mitte durchgeschnitten. Und das sind dann diese 2 Schläuche hier. Und wie ihr seht, reichen diese auch vollkommen. Okay, ja. Die hätten also theoretisch noch ein bisschen länger sein sollen? Die wären ein bisschen länger, ungefähr pro Schlauch ungefähr so ein Stück. Ja. Man könnte also alternativ auch die 4 Schläuche jeweils ein ganz klein wenig kürzer machen. Ja. Wie ihr das wollt. Oder man guckt halt genau, ich meine, die hier würde ich vielleicht nicht kürzen, aber der und, die und der man, hier, die zwei die könnte man zum Beispiel kürzen. Gut. Ja. Okay, ihr wisst es jetzt. Ja, nur so als kleinen Tipp. Nicht, dass ihr euch dann ärgert, wenn ihr baut und merkt, oh Gott, jetzt ist mir das zu kurz. Ich würde diese Schläuche sowieso, weil sie mir sonst im Weg wären, auch möglichst spät erst anbringen. Die werden auch am Ende erst angebracht. Ah, okay. Also man setzt sich das praktisch so zusammen und dann werden hier die Schläuche, die kommen hier in die Aufnahmen rein. Und dann ist das super. Ja. Das Set hat auch coole Farben, muss ich sagen. Fall. Wir haben jede Menge Schwarz. Diese schwarzen Gestänge sind ja für irgendwelche Industrieanlagen oder so einfach genial. Ich sehe jede Menge Flat Silver, hier dieses richtig. Metallic. Auch hier am Roboter selbst, hier das, die Seiten sind Flat Silver. Die Schläuche sind in Flat Silver. Und ja, genau. Hier hinten das ganze Gestänge ist in Flat Silver. Also das hier ist alles Flat Silver. Und ich sehe noch einen zweiten Metallic-Ton, den dunkleren hier, genau. den man hier beispielsweise auch schön sieht. Kann man die 2 Farbtöne direkt nebeneinander sehen. Ich würde sagen, das sieht mir nach dem Pearl Dark Grey aus, wie man es auch bei den alten Piratenkanonen oder so hat. Also und diese ganzen Bricks hier, das ist ja komplett, alles... Der komplette Kopf ist das ist alles Pearl Dark Grey. Das sind so viele Teile, die ich noch nie in dieser Farbe gesehen habe. Und ich fand das auch richtig super. Und Pearl Gold haben wir hier auch. Also hier diese ganzen kleinen Teile sind Pearl Gold. Also es sind schöne Farben dabei. Blau, Weiß, Gelb, Signalfarben. Schön. Also tolle Teile. Wie viele Teile sind es? Es sind 2105 Teile. 2105, okay. Genau. Und darf man nicht vergessen, die 2 LEDs und den Batteriekasten dazu. Richtig. Das finde ich auch klasse. Ja. Ich sehe, dass da was überklebt ist. Das heißt, das Set enthielt Minifiguren? Das Set enthält Minifiguren, allerdings geköpft. Geköpft, alles genau. Klar. Ja. Also die sind auch schon so geliefert worden. Das machen die Kollegen in China. Haben die Köpfe rausgenommen, aber alles andere ist dabei. Ja. Cooles Set. Ich war sehr begeistert. Es hat sehr Spaß gemacht zu bauen. Also ich hatte keinerlei Probleme. Mhm. Ich würde sogar entspanntes Bauen sagen, aber ich habe jetzt mal guter Durchschnitt gewählt. Ja, weil man hatte ein bisschen Technikteile. Schläuche zuschneiden und so. Später dann den Kopf einstellen und so.
Ja, und die Teilequalität ist wirklich hervorragend. Also. Und es ist auch jede Menge Technik dabei. Ich meine, der ganze Unterbau hier sind ja solche Technik-Liftarms, Technik-Rahmen, Rahmen aus Liftarms. Von denen sind sogar sehr viele drin. Und das wird dann halt zum Schluss erst mit Bricks umbaut. Ist hier oben drin, innen drin auch Technik als Rahmen? Diese Rahmen sind sehr viele verbaut, also im Kopf auch. Ja. Mhm. Also hier unten hat man sehr viele. Man hat auch hier diese Technik-Beams, sind sehr viele drin. Wie würdest du so das Mischungsverhältnis zwischen Technikteilen und normalen Noppensteinen sehen? 50-50 oder mehr Technik? Mehr normale Steine. Mehr normale, weil das hier Technik außen umbaut genau, ist. Genau, ja. Gut, was natürlich auch ganzen, hier sehr viel Kleinkram. Diese ganzen kleinen Details, die man hier baut, ja. Man hat schon viel Technik, aber die normalen Bricks sind schon mehr. Ja. Ja. Okay. Ja, prima. Dann zeig doch noch mal kurz den Karton, den hast du doch auch. Den Karton haben wir hier. So, ein großes Ding. Ich stelle ihn mal so her. Es sind anscheinend vier geköpfte Figuren dabei, richtig, wenn ich das da richtig sehe. Die sind auch überklebt worden. Wie sich das gehört. Genau. Auf der Rückseite haben wir noch mal so ein bisschen Details, was man so machen kann. Und schöner, schwarzer, schlichter Karton. Innen drin sind zwei Boxen. Da sind die Tüten aufgeteilt, also Tüten mit Nummerierung. Schön. 1 bis 4. In dem ersten Karton sind Bauschnitt 1 und 2 drin. Im zweiten sind 3 und 4 drin. Ja. Die Nummerierung hatte ich auch bei dem Set, das ich mit Thomas zusammen aufgebaut habe, bei diesem kleinen Kerl hier. Da gab es auch die Nummerierung. Allerdings waren sämtliche Pins in einer Tüte mit der Nummer 1 drin, sämtliche Dreierpins oder so. Und das waren die Tüten, die ich hatte wegen der Beine. Und dann stellte Thomas fest, ja, er braucht Pins, aber er hat sie nicht, weil er halt die Tüten 3, 4 und 5, glaube ich, hatte. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, er hatte dann bei sich zu Hause noch genug andere Pins. Das ist hier auch so, dass beim Bauabschnitt 1 komplett alle Pins drin sind. Okay. Ja, das ist ganz gut. Die lädt man sich in so einem kleinen Dings. Solltet ihr das also auch als Gemeinschaftsprojekt mit jemand anderem zusammen aufbauen wollen, denkt dran, beim Aufteilen der Tüten, die Pins machen es dann doch noch etwas komplizierter. Das stimmt, ja. Ja, super. Dann fass doch mal zusammen. Ich würde mich interessieren, wie teuer dieses Ding ist. So, also, wir haben den Riesenkrieger RX-93 von der Marke Super 18K. Die Setnummer ist die K86, Teileanzahl 2105 Teile. Minifiguren sind enthalten, allerdings geköpft. Preis liegt bei 89,95 Euro. Abmessung 46 x 33 x 30. Komplexität habe ich guter Durchschnitt gemacht. Speziell ist halt die LED-Beleuchtung, die Batteriebox. Es kommen 6 AAA-Batterien rein. Ja. Und die Batterien liegen dem Set nicht bei. Das tun sie ja quasi. Genau. Also es ist auch keine Akkubox, es ist eine Batteriebox. Genau. Ja, sieht aus wie eine Akkubox, ist aber eine Batteriebox. Alles klar. Ja. Ja, super. 2100 Teile mit LED für 90 Euro, sag ich, gut. Das ist sehr gut. Und ich finde auch, es ist ein wirklich schönes Set für ins Regal zu stellen oder in die Vitrine. Und solltet ihr so eine Baseplate dazu haben wollen, schaut bei den 1G-Plates nach, da ist alles Mögliche da jetzt wieder. Von klein 16x16 bis hin zu 48x64 riesengroß, also in verschiedenen Farben. Ich habe von Wangi die 50x50 genommen. Die gab es in Sandgelb, in Blau und in Hellgrau. Ich habe es in Hellgrau genommen, weil das hat mir am besten gefallen. Könnt ihr ja mal schauen. Die Farben der 1G-Plates entsprechen nicht immer exakt den Farben, wie wir sie haben oder wie sie aus Dänemark kommen, gerade bei dem Weiß, bei dem Sandgelb, also bei dem ist es kein Tan, es ist Sandgelb. Aber wenn ich mir hier das Hellgrau und das, also das Light Bluish Gray von Super 18K und das Hellgrau hier von Wangi anschaue, das kommt sehr genau hin. Das passt hin. Ganz gut, ja. Jawohl. Super. Gut. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Mitbringen. Für heute war es das dann schon aus dem Noppenstein-Studio. Ja. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Riesenroboter offenbar auch nicht. Ja, demnächst gibt's mehr. Genau, viel Spaß beim Bauen. Tschüss. Ah, das ist schon geil mit dem. Ja, also wenn du den später so im Dunkeln, ich habe den dann mal im Dunkeln angemacht, das sieht schon super aus. Okay. Also hier, das kannst du auch bewegen. Ach, schönes Ding. Hat sich toll bauen lassen.